Ja, dann herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Zum ein bisschen anderen Thema. In meinem Talk geht es um den OBS. Das ist der Open Build Service. Moment. Kleinere technische Probleme. Das ist der Open Build Service. Das ist praktisch das, womit SUSE die eigene Distribution und OpenSUSE baut. Mein Name ist Frank Schreiner oder Moses im GitHub oder Irk auf Freenode zum Beispiel. Ein bisschen was über mich selber. Ich bin seit 2015 OBS Backend Developer bei SUSE. Der OBS ist selber das Backend komplett in Perl geschrieben. Selber programmiere ich Perl seit 2003 und seit 1998 beschäftige ich mich mit Linux. Für mich waren die Phasen in der Entwicklung immer so, das hat angefangen, das ist alles wunderbar. Ich code vor mich hin, ich mache meine Features, alles ist prima. Dann irgendwann kommt der Punkt, man möchte seine Software an den Kunden ausliefern oder an andere. Dann schaut es schon immer so gut aus. Dann geht der Krampf schon los. Dann, wenn man alles mal ausgeliefert hat, das erste Mal, dann geht es in die Maintenance und dann schaut es noch schlimmer aus. Der Aufwand wird immer größer, man muss verschiedene Distributionen unterstützen, ältere Versionen, mehrere Release-Stände unter Umständen. Und ich selber komme ursprünglich auch von SUSE, also ich war schon 2000, 2001 bei SUSE. Und ich komme eigentlich aus der Administration. Und deswegen war für mich immer das bevorzugte Package-Format der Distribution eigentlich das Ziel, meine Software da drin auszuliefern. Wenn man das jetzt aber für mehrere Distributionen macht, dann wird das gleich mal relativ aufwendig. Und da, wenn man dann irgendwann die Lösungen dafür anschaut, wie ich das jetzt machen könnte, und bin auf den Open Build Service gestoßen. Also was ist der Open Build Service eigentlich oder was kann man damit machen? Man kann eben Pakete bauen für die Distributionen. Zum Beispiel für RPM-basierte Distributionen wie Red Hat, OpenSUSE, SUSE und andere. Oder für Debian-basierte Distributionen, wie zum Beispiel Debian selbst oder Ubuntu oder Linux Mint etc. PKG-Build, wer das nicht kennt, das ist aus dem Arch-Umfeld. Also für eine Rolling Distribution kann man da auch bauen. Wir können auch Images bauen, Container, also entweder über Docker, Podman zum Beispiel. Bei den Images unterstützen wir eigentlich alle Formate, die QEMU auch unterstützt. Also RAW, QCow, VMDK und VDI. Neu sind die alternativen Package-Formate, die jetzt langsam so aufkommen, wie die AppImage oder Snappy. Flatpak, was da alles so dabei ist. Und wir können auch für Multiple Architectures bauen, also auch für S93 zum Beispiel oder eine der hier genannten.
verließen sie ihn. Okay, dann machen wir es so. Zum generellen Workflow, wenn man jetzt zum Beispiel Continuous Integration machen möchte, haben wir da eben verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist, dass man jetzt zum Beispiel als Entwickler seine Commits in ein Git pusht, GitHub oder GitLab zum Beispiel, oder auch ein anderes SVN, SCM-System wie SVN oder so. Dann einen Trigger-Request an den OBS schickt. Daraufhin werden halt, erstmal die Pakete gebaut und daraus können wir dann die Images bauen. Die Images kann man dann zum Beispiel wieder verwenden, um sein Testing zu machen. Ansonsten kann man eben an den OBS, auch die Software direkt ausliefern lassen. Also man kann die Repositories entweder in SUSE, Fedora oder in Debian zum Beispiel einbinden und dann einfach die Pakete über den Package Manager der Distribution ausliefern. Das Ganze ist ja hier Perl Workshop, deswegen will ich mal darauf eingehen, wie man eigentlich mit, wie man damit auch gut und schnell Perl-Pakete bauen kann oder seinen eigenen Perl-Stack, weil nicht alles, was man so gerne hätte, auf der Distribution unter Umständen drauf ist. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Public-Infrastruktur, das ist build.openSUSE.org. Da kann man sich die Pakete praktisch in sein eigenes Repo branchen hier. Es gibt dazu Stable Languages Perl, in dem alles, was eigentlich auf die Distribution so durchbaut, dann von CPN gezogen wird und eben dort zur Verfügung gestellt wird. Es gibt dann die Möglichkeit, eine eigene Instanz zu betreiben. Wir bieten da Images an. Die findet man dann unter openbuildservice.org download. Und da findet man für die entsprechenden Virtualisierungstechniken, also ob man das jetzt in VirtualBox starten möchte oder in whatever, auch dementsprechende Images. Eine Kleinigkeit möchte ich hier noch anmerken, man kann also auch aus der offiziellen Instanz dann branchen in seine private Instanz. Das Ganze funktioniert über einen Interconnect, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Wie schon erwähnt, wir haben eben viele prepackaged CPAN-Module, die dann meistens aber im Devil Languages Perl sind die eigentlich im RPM-Format. Das heißt, wenn man jetzt für irgendwelche RPM-basierten Distributionen baut, findet man da entweder schon Packages, die fertig sind, oder Vorlagen, wie man es halt machen kann. Oder man kann sie eben aus den Staging-Projekten hier die raussuchen, da haben wir Vorlage, die zwar noch nicht durchbaut, aber da kann man ja dann seine Fixes zum Beispiel auch machen und kann das Ganze dann dort für sich ans Laufen bringen. Jetzt muss ich leider kurz pausieren, weil mir mein Spicker abhanden gekommen ist. Zu dem Continuous Integration wollte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Da haben wir hier die Services, das sind spezielle Skripte, weil im OBS ist die Idee, dass während der Bauzeit keine Sourcen aus dem Internet nachgeladen werden, sondern alles, was praktisch gebaut wird, muss schon bei uns vorhanden sein. Das heißt, man muss das nicht manuell hochladen, sondern man kann dann eben so einen Service verwenden. Kann da zum Beispiel sein bevorzugtes
SCM-System verwenden oder zum Beispiel auch Tarballs downloaden lassen und so weiter. Das Ganze funktioniert so im Fall von einem SCM-System zum Beispiel, dass wir hier einen Commit machen. Das SCM-System triggert über einen Webhook den OBS. Da läuft der Service ab, dann werden die Sourcen gezogen, werden dann in einen Tarball umgewandelt, werden hier an diese Build-VM weitergegeben, entsteht ein Package draus, das in einem Repository dann hinterlegt wird und der User kann es dann eben über sein Package-Management aus der Distribution installieren. Allgemein zum Perl Packaging für Distributionen gibt es für die ganzen großen Distributionen, ich habe jetzt mal die drei wieder aufgenommen, dementsprechend Perl Packaging Guidelines, wie die entsprechende Distribution erwartet, dass solche Pakete dann ausschauen. Kann dann, wenn man etwas zum Beispiel in Devil Languages Perl nicht findet, selber das Ganze paketieren und dafür gibt es auch wieder so Helper-Scripts. Zum Beispiel für Fedora gibt es das cpanspec und es steht schon dort cpanspec mind the gap. Es gibt nämlich kleinere Unterschiede zwischen den Distributionen und es gibt eine Version zum Beispiel für SUSE, eine für Fedora. Und um größere Projekte zu automatisieren, gibt es dann noch das cpanspec to OBS. Cpan to Dist habe ich mir früher mal angeschaut. Ich weiß nicht, was da der aktuelle Status ist. Aber ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man damit eben für Debian-basierte Distributionen auch paketieren, also automatisiert paketieren. Das Schöne am Perl ist, dass es diese ganzen Dependencies relativ in offenen Formaten darstellt, sodass es für uns als Distributor auch nicht so schwierig ist, jetzt die Dependencies, die auf GitHub, auf cpan schon definiert sind, dann zu übernehmen in unsere Pakete, sodass wir eben wissen, was zusätzlich installiert werden muss. Zum Bauen von Containern oder Images haben wir mehrere Möglichkeiten. Bei Kiwi ist das ist ein eigenes Projekt von SUSE, das hauptsächlich zum Imagebau da ist, kann aber auch Container und hat im Vergleich jetzt zu Docker den Vorteil, dass ich also einen Container auch einfach bootstrappen kann. Da ist kein Unterschied, das ist die gleiche Description und damit weiß ich dann im Endeffekt über jedes Paket, wo das herkommt, was in meinem Container landet. Wir unterstützen auch Docker oder Podman neuerdings, um praktisch dann per Dockerfile ein eigenes Image zu bauen. Die Einschränkungen dabei sind wiederum, dass wir beim Bauen die Sachen, die in diesem Baucontainer, also in dieser Baubuild-VM, die ihr benutzen wollt, vorher da sein müssen. Das hat folgenden Hintergrund, weil als Distributor müssen wir natürlich unsere Software maintainen. Das heißt, dass wir auch in 5 oder 10 Jahren die Pakete noch genau gegen dieselben Pakete wie vor 5 oder 10 Jahren bauen können müssen. Deswegen ist es bei uns relativ strikt, dass die Build-VM auch keinen Network Access hat. Dann habe ich noch zwei Projekte aus dem OpenSUSE Ecosystem, die ich hier nennen möchte. Das eine ist OpenQA. Das ist das, womit praktisch die OpenSUSE Distribution getestet wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Fedora setzt es auch ein. Das ist ein System, mit dem man hauptsächlich Image-Vergleiche machen kann
Und damit wären zum Beispiel die Distributionen dann für den Boot und für bestimmte Desktop-Applikationen wird dann getestet, oder ob das erwartete Ergebnis praktisch erscheint. Zum Beispiel beim Installer oder so. Kann man sich da anschauen. Es gibt da diese OpenQA, OpenSUSE.org. Da sieht man dann, wie sowas ausschaut. Ist sehr auf visuelle Interaktion. Es gibt da zum Beispiel dann Videos von den Installationen und so weiter. Ein anderes Projekt, das ich gestartet habe, das heißt Kanku. Dementsprechend die Links dazu. Da geht es darum, dass man zum Beispiel auf seinem Laptop, wie bei Vagrant, einfach sein Image aus dem OBS herunterladen kann und dann auf diesen Images irgendwelche Befehle ausführen kann. Außerdem kann man einen Server aufsetzen, den man dann auch verteilt laufen lassen kann mit mehreren Workern, um dann praktisch so ein Automated Testing einzurichten. Ja, dann noch ein paar Sachen zum OBS, damit man sich die Größenordnungen mal ungefähr vorstellen kann. Wir haben circa 220.000 Bildjobs pro Tag. Wir haben ungefähr 580.000 Pakete und circa 60.000 Projekte inklusive der Home-Projekte. Da kann man sich schon mal ungefähr vorstellen, wie viele Entwickler das auf dem System ungefähr unterwegs sind, auch wenn jeder 20 Home-Projekte hat, inklusive der Subprojekte, sind es dann immer noch ein paar. Wir haben ja ungefähr, aktuelle Zahl gestern, circa 20 Terabyte Sourcen. Das sind also nur die Sourcen, aus denen die Pakete gebaut werden. Das sind die Bildergebnisse noch nicht mit eingerechnet. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, die OpenSUSE-Konferenz steht wieder an. Die ist im Z-Bau in Nürnberg. Der Eintritt ist meines Wissens nach kostenlos. Ich habe einmal die Uhr dazu geschrieben. Wir freuen uns immer, wenn da Leute sich bei uns beteiligen wollen oder einfach mal schauen wollen, was OpenSUSE so macht. Es gibt da verschiedene Vorträge von anderen Distributionen, also das ist nicht nur auf OpenSUSE beschränkt. Ja, try it, love it, use it. Wie gesagt, das ist der Open Build Service Org, das ist die URL für die Software selbst. Und Build OpenSUSE Org ist eben unsere Cloud-Instanz, oder was heißt Cloud-Instanz, aber unsere öffentliche Instanz, da wo man selber seine eigenen Pakete einstellen kann und bauen kann. Ja, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell. Gibt es Fragen? Ja. Was ist die erfolgreichste Methode, sich ein Paket zu wünschen? Ein Paket zu wünschen, dass es jemand anders baut. Für OpenSUSE. Dann würde ich dir empfehlen, einfach bei Devil Languages Perl reinzuschauen, ob es nicht schon gebaut ist. Oder meinst du direkt in die Distribution aufnehmen? Um sie in die Distribution aufzunehmen, musst du jemanden finden, der sie in der Distribution maintainen möchte. Es gibt dazu verschiedene Mailinglisten. Da kann man ja mal nachfragen, ob sich jemand findet, der das auch gern supporten möchte. Ansonsten einfach diese Maintenance selber übernehmen. Die meisten Sachen werden sowieso automatisiert gemacht. Wie gesagt, die neuesten Sourcen werden dann auch aus cPAN automatisch gezogen. Das Paket ist eigentlich schon da, man testet es noch durch, eventuell auch automatisch.
Und dann kann es eigentlich eh schon losgehen. Ansonsten kannst du bei OpenSUSE ja wie bei anderen Distributionen auch andere Repositories mit einbinden, da einfach Devil Languages Perl einbinden. Und dann ist eigentlich alles, was du brauchst oder was eben vernünftig baut in OpenSUSE, dann auch vorhanden. Allerdings halt ohne Support. Und du musst ein Fremdrepository einbinden. Hat das die Frage beantwortet? Okay. Ja. Kurze Anmerkung mit dem erwähnten C-Pan Blitz aus dem C-Pan Plus geht es schon super gut. Es voraussetzt das Plugin für die jeweilige Distribution. Und ich habe noch eine Frage: Habt ihr da Filter für die ganzen verschiedenen Distributionen, Architekturen? Oder kann man auch mit Docker was bauen für die Distribution, die ihr vielleicht noch nicht? Also wir haben diese Build-Architektur, also das sind circa, glaube ich, 1200 VMs, was da so ungefähr über die ganzen Architekturen verteilt so da ist. Und die jeweilige Distribution wird in dieser Build-VM dann verwendet. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest für eine Fedora bauen, wird dabei eine extra Fedora VM aufgesetzt, die praktisch so ein Bootstrapping enthält, der dann den Build-Prozess durchfährt und das Ergebnis dann einfach wieder abzieht. Für Docker läuft das eigentlich relativ ähnlich. Hat das jetzt die Frage beantwortet oder? Ja. Okay. Ja? Ja. Ich würde sagen, also GitLab CI ist einer Hauptunterschied ist erst einmal, dass man mit GitLab CI, glaube ich, nicht so einfach Pakete bauen kann. Du bist halt da relativ festgelegt auf Docker-Images, wenn ich das richtig verstanden habe. Du kannst keine eigenen Images bauen. Also ich bin so ein Oldschool-Admin und ich habe da immer gern VMs anstatt Docker-Container. Das, glaube ich, ist auch noch einer der Hauptunterschiede. Und du kannst, also bei GitLab ist mir aufgefallen, du kannst halt nur über Docker dann irgendein bereits vorhandenes Docker-Image, vielleicht ein offizielles Image, aber ein Docker-Image von unbekannter Quelle erstmal, ziehen, während du bei uns eben auf Basis von den Paketen schon das Docker-Image zusammenbauen kannst. Das heißt, du machst eben das komplette Bootstrapping des Containers von Anfang an. Oder du kannst eben im OBS verwendete oder gebaute Container auch verwenden. Dann ist der Aufwand nicht so hoch, aber du weißt, wo die Pakete herkommen, aus welchen Sourcen, weil das eben der OBS protokolliert. Das sehe jetzt ich als großen Vorteil. Könnte man da so ungefähr merken, das OBS setzt ein bisschen tiefer schon an auf eine Ebene und es gibt mehr Tools an der Box, mit denen ich auch Pakete bauen kann? Ja. Denke schon im Vergleich jetzt. Genau. Okay, haben wir sonst noch Fragen? Okay, danke.